Hey und herzlich willkommen bei deinem Podcast von Functional Basics und Gesundheit ist für alle da. Ich freue mich, dass du eingeschalten hast. Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin Health- und Life-Coach, Speaker und der Gründer von Functional Basics und der Bewegung Gesundheit ist für alle da. Functional Basics vereint dir die besten und effizientesten Werkzeuge, erprobte Schritte und authentische Experten aus verschiedenen Fach- und Lebensbereichen, sodass du deine Ziele nachhaltig erfolgreich erreichst und das Leben erlebst, was du dir wünschst. Erhalte die richtigen Tools und Impulse und kreiere gemeinsam, entspannt und flexibel, Schritt für Schritt deine Basis für mehr natürliche Gesundheit, Entfaltung deiner Persönlichkeit, mehr Bewusstsein und Lebensfülle. Functional Basics ist quasi dein Fundament, um richtig gesund, glücklich alt zu werden. Weitere exklusive Informationen zur Folge findest du in den Shownotes und auf meiner Homepage www.functional-basics.de. Teile den Podcast im Social Media. Warum? Gesundheit ist für alle da. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge, dein Carsten. Herzlich willkommen wieder beim Interview von Functional Basics und deiner Bewegung Gesundheit ist für alle da. Heute dreht sich um das Thema raus aus der Energielosigkeit. Durch natürliche Hormonbalance zu mehr Energie und Lebensfreude. Und dazu habe ich mir die Hormoncoachin für Frauen mit Nebennierenschwäche, Physiotherapeutin und Ernährungsberaterin Katharina Geller eingeladen. Grüß dich, Katharina. Hallo Carsten, vielen Dank, dass ich hier sein darf bei dir im Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir das Thema auch Energielosigkeit mal in Verbindung mit den Hormonen zusammenbringen und am Ende auch Lebensfreude dafür mehr kreieren können. Bevor wir auf die Fragen der Community zu sprechen kommen, die ihr ja immer stellen könnt auf meinem Instagram-Kanal functional.basics, stell dich doch einmal ein bisschen genauer vor. Wie bist du zu den ganzen Themen mehr Energie, was ja so aus der Energielosigkeit dann resultiert, Nebennierenschwäche, Physiotherapie. Wie bist du zu dem ganzen Thema Gesundheit, Hormone gekommen? Ja, sehr gerne. Also ich fange mal mit einer kleinen Vorstellung an. Wie gesagt, ich bin Katharina Geller. Ich bin Hormoncoach für Frauen mit Nebennierenschwäche. Was eine Nebennierenschwäche ist, darauf werden wir sicherlich gleich nochmal zu sprechen kommen. Grob gesagt kann man aber schon mal festhalten, dass es sich bei der Nebennierenschwäche um eine Dysbalance der Hormone, hauptsächlich der Stresshormone, handelt. Und da helfe ich meinen Klientinnen auf natürlichem Weg, die Hormone wieder zurück in Balance zu bringen, dass sie wieder mehr Energie haben und dementsprechend auch mehr Lebensfreude haben können. Und ich bin auf dieses Thema gekommen, tatsächlich aus einer eigenen Geschichte heraus. Ich habe an einer Nebennierenschwäche gelitten, sehr, sehr viele Jahre, wenn ich jetzt so rückblickend drauf schaue, ohne es überhaupt zu wissen und zu merken. Und das, obwohl ich aus dem medizinischen Bereich komme. Also ich habe nach der Schule meine Ausbildung als Physiotherapeutin begonnen, habe da zahlreiche Fort- und Weiterbildungen gemacht, habe eine Weiterbildung als Ernährungsberaterin gemacht, also war immer in diesem Sektor tätig, es war schon immer meine Leidenschaft, habe mich da super viel weitergebildet, aber bin nie darauf gekommen, dass es irgendwas mit meinen Hormonen zu tun haben kann, damit habe ich mich nie beschäftigt. Aber ich hatte so typische Beschwerden, dass ich sehr energielos war. Obwohl ich viel trainiert habe und regelmäßig Sport gemacht habe, habe ich mich nie wirklich fit gefühlt. Ich war morgens müde, mittags müde, egal wie viel ich geschlafen hatte. Egal, ob ich jetzt 7, 8, 9 oder 10 Stunden geschlafen hatte. Ich war ja immer irgendwie antriebslos, energielos, müde. Und ich habe mich immer gefragt, was ist mit mir los? Aber habe das nie wirklich so hinterfragt im Sinne von, dass ich deswegen mal irgendwie zu einem Arzt gegangen bin oder so. Also ich habe das nie so empfunden, als müsste ich jetzt damit zum Arzt gehen. Vielleicht kommt das auch so aus einer eigenen Überzeugung raus. Es ist noch nicht so schlimm, dass ich jetzt damit zum Arzt gehen müsste. Und dann bin ich irgendwann, bei einer Fortbildung war das auch, auf das Thema Hormone das erste Mal gestoßen und habe mich dann erstmal damit auseinandergesetzt, ja, mit dem Zyklus, mit der Pille und habe dann angefangen, die Pille abzusetzen. Und so kam ich in diese Hormonwelt rein und habe da super viele Antworten auf Fragen bekommen, die ich schon immer hatte und die ich mir nie richtig beantworten konnte. Und als ich dann auf das Thema Nebennierenschwäche gestoßen bin, habe ich mich halt in den Symptomen, in den Beschreibungen sofort wiedererkannt und wusste, okay, die letzten Jahre war ich nicht einfach nur irgendwie lustlos, weil ich nun mal so bin und antriebslos, weil ich nun mal so bin, sondern einfach, weil meine Stresshormone in der absoluten Dysbalance waren. Und dann habe ich angefangen,
darüber viel zu lesen, mich weiterzubilden und habe auch schon früh gemerkt, dass man einfach bei Ärzten da gegen geschlossene Türen läuft. Also man wird absolut überhaupt nicht ernst genommen. Das ist ein riesen Problem bei Menschen, die eine Nebennierenschwäche haben. Sie laufen teilweise wirklich jahrelang von Arzt zu Arzt und kriegen da aber immer nur die Antwort, ja, mit Ihnen ist alles in Ordnung, vielleicht müssen Sie mal zu einem Psychologen gehen. Aber es wird nie mal wirklich genau hingeschaut, beziehungsweise es werden die Beschwerden nie wirklich ernst genommen. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, irgendwas muss es da geben und habe dann im Zuge auch meiner Ausbildung als Ernährungsberaterin da die Ernährung als so ersten großen Schritt gesehen, habe dann auch angefangen, meine Ernährung umzustellen, obwohl ich mich immer schon gesund ernährt habe, habe ich mich dann einfach nochmal anders ernährt. Vielleicht können wir da auch nochmal im späteren Verlauf drauf zu sprechen kommen. Und habe dann selber gespürt, ich bekomme wieder mehr Energie, ich bin leistungsfähiger. Und plötzlich hatte ich dann dadurch auch wieder mehr Lebensfreude, weil wenn man mehr Energie hat, hat man auch wieder mehr Lust, irgendwas zu unternehmen, neue Dinge auszuprobieren. Genau, und dann habe ich angefangen, das auch in meinen Coachings so anderen Frauen beizubringen. Heißt also, wir müssen uns am Anfang erstmal unterhalten, was ist überhaupt die Nebenniere und was sind denn so typische Symptome? Jetzt hast du aus Grund deiner eigenen Geschichte so ein paar Sachen schon genannt, so Mattheit, Müdigkeit über den Tag, Energielosigkeit. Wie hat sich das, diese Energielosigkeit ganz konkret bei dir gezeigt? Weil vielleicht hört gerade jemand zu, der sagt, ey, warte mal, habe ich auch, kenne ich. Genau, also soll ich erstmal erzählen, was die Nebenniere überhaupt ist und wie das so funktioniert, bevor ich in die Symptome einsteige? Oder? Ja, lass uns das so rummachen. Ja, okay, also die Nebennieren sind kleine Hormondrüsen, die auf den Nieren sitzen, haben aber mit den Nieren an sich nichts zu tun, sondern es sind kleine Hormondrüsen, die sehr, sehr viele Hormone produzieren, aber hauptsächlich die Stresshormone, Cortisol und Adrenalin, aber auch teilweise zum Beispiel Sexualhormone, was nachher auch gerade bei Frauen so in der Perimenopause und Menopause sehr wichtig wird, wenn dann die Sexualhormone ausschließlich über die Nebennieren produziert werden. Aber wir konzentrieren uns heute im Sinne von Energielosigkeit und Nebennierenschwäche mehr auf die Stresshormone. Also die Nebenniere schüttet diese aus. Cortisol wird auch im Tagesverlauf ausgeschüttet, damit wir überhaupt leistungsfähig und energiereich in den Tag starten können, produziert praktisch die Nebenniere am Morgen, so zwischen 6 und 8 hat sie ihren Höhepunkt, wo sie am meisten Cortisol ausschüttet. Wir sind dann fit, leistungsfähig im Normalfall, wenn alles gut läuft. Wir können also unseren Arbeiten nachgehen, wir können sportlich sein, was auch immer wir so im Tagesverlauf machen wollen. Und dann nimmt die Cortisolkurve so im Laufe des Tages langsam wieder ab. Gegen Nachmittag hat sie meistens nochmal so ein kleines Hoch. Und dann so zwischen 18 und 20 Uhr hat sie normalerweise dann ihren niedrigsten Punkt. Dann kommt so der Gegenspieler, das Melatonin, ins Spiel, auch ein Hormon, unser Schlafhormon. Das heißt, wenn Cortisol dann niedrig ist, dann wird Melatonin ausgeschüttet. Wir werden also langsam müder, wir werden gemütlicher und gehen dann irgendwann schlafen. So ist das alles, wenn das optimal funktioniert. Jetzt ist das so der Tagesverlauf, was halt so der übliche Verlauf ist des Cortisols. Jetzt haben wir aber auch noch stressige Situationen, denen wir tagtäglich ausgeliefert sind, beziehungsweise denen wir gegenüberstehen. Und da kommen die Nebennieren nochmal ins Spiel. Denn immer wenn wir eine stressige Situation haben, und da müssen wir uns auch nochmal über Stress unterhalten, was bedeutet Stress überhaupt? Viele gehen davon aus, dass Stress einfach bedeutet, man hat eine lange To-Do-Liste, man hat eine Deadline im Büro, man muss irgendein Projekt fertig machen, man hat, muss Multitasking machen, weil man berufstätig ist, man hat Kinder, man hat Hobbys, denen man nachgehen möchte. Aber es gibt noch so viel mehr Stressoren, die oft unentdeckt ablaufen. Und die Reaktion des Körpers auf Stress ist halt auch immer die gleiche im Prinzip. Der Körper möchte sich dieser stressigen Situation anpassen, damit wir davon nicht überrollt werden. Das heißt, wenn wir Stress ausgeliefert sind, produziert die Nebenniere mehr Cortisol und Adrenalin, damit wir diesem Stress gewachsen sind. Das heißt, unser Herzschlag geht vielleicht ein bisschen stärker, die Durchblutung wird angeregt, die Muskeln werden gut durchblutet, unser Gehirn
funktioniert optimal. Und das kommt einfach alles auch noch so aus der Steinzeit, wie wir früher waren. Und da war einfach, wenn wir Stress hatten, dieses typische Beispiel vom Säbelzahntiger, das hat, glaube ich, jeder schon mal gehört, da stand der Steinzeitmensch unter Stress und der musste in diesem Augenblick zu 100% funktionieren, damit er diese Situation überleben konnte. Und genau dafür sind diese Stresshormone da, dass wir dann flüchten oder kämpfen können. Das ist so die normale Reaktion des Körpers auf Stress. Heute ist Stress halt ganz anders, aber die Reaktion des Körpers ist immer noch die gleiche. Es wird immer noch Cortisol und Adrenalin ausgeschüttet, damit der Körper sich dieser stressigen Situation anpassen kann. Und das ist auch alles überhaupt gar kein Problem, solange dieser Stress anhält und dann aber auch wieder zurückfährt und die Stresshormone auch wieder absinken können. Und genau das ist halt das Problem, wenn es nicht funktioniert, warum die Nebennieren dann eventuell darunter leiden können. Das heißt also, wir haben, zusammengefasst, die Nebennieren, die uns quasi adaptionsfähig in stressigen Situationen macht oder uns unterstützt, aufgrund dessen Muskeldurchblutung, Fokus. Das erinnert so ein bisschen an Sympathikus, Parasympathikus. Ja, genau. Also das Nervensystem spielt da definitiv mit rein. Also das vegetative Nervensystem, wie du schon gesagt hast, Sympathikus und Parasympathikus. Also der Sympathikus aktiviert die Nebenniere nochmal zusätzlich mit dem Noradrenalin und regt also die Nebenniere dazu an, sagt der Nebenniere so, du musst jetzt Stresshormone produzieren, damit der Körper sich anpassen kann und dieser stressigen Situation gewappnet ist. Also wenn wir kurzzeitig Stress haben, dann ist das ein absolut positiver Mechanismus des Körpers. Man ist, wie gesagt, dann fokussiert, leistungsfähig. Man kann Dinge tun, die man vielleicht sonst nicht tun kann. Zum Beispiel, wenn wir uns so krasse Unfälle mal vor Augen rufen und plötzlich kann man irgendwie ein Auto anheben oder sowas, um ein Kind darunter zu retten. Das würde man in einer normalen Situation niemals schaffen. Aber wenn der Körper so geflutet ist mit Stresshormonen, dann werden plötzlich Kräfte freigesetzt, Energie freigesetzt, die man nicht für möglich gehalten hat. Und wie gesagt, kurzfristig ist das alles eine tolle Reaktion. Nur wenn man aus diesem Strudel nicht mehr rauskommt, dann kann es halt ganz schnell auch umschlagen. Also für kurzfristigen Stress, ich nenne jetzt mal so aus meiner Welt, Kälte ist ein kurzfristiger Stress. Klar, Leonardo DiCaprio im langen, kalten Wasser war nicht kurzfristig, sondern langfristig. Dann mal ein Training ist ja auch ein kurzfristiger Stress, also Bewegung oder ich habe jetzt hier ein Problem, ich brauche eine Lösung. Wenn es länger dauert, wenn es mal wieder länger dauert, gibt es ja auch den Werbeslogan, dafür sind wir scheinbar nicht ausgelegt für diese Chronifizierung von Stress. Genau, also da kommt es dann halt zum Problem, wenn die Nebenniere ständig Stressoren ausgesetzt ist. Und wie du schon sagst, also Stressoren können jetzt Temperaturen sein, wenn es extrem kalt ist, wenn es extrem warm ist. Stressoren können mentale und emotionale Stressoren sein. Also wenn ich Glaubensmuster habe und ich mich ständig den ganzen Tag selber fertig mache, ich bin nicht gut genug, ich leiste nicht genug, ich müsste mehr schaffen, warum sehe ich nicht aus wie XYZ, warum habe ich heute anstatt 40 Kilogramm bei den Kniebeugen nur 20 geschafft. Das sind ja alles Stressoren und die Ernährung kann ein Stressor sein. Es können Nahrungsmittelunverträglichkeiten sein, wenn man zum Beispiel irgendwie Nahrungsmittelallergien hat, die man nicht merkt und man isst diese Lebensmittel ständig. Wenn man mit zahlreichen Giftstoffen in Kontakt kommt, die in Kosmetikprodukten stecken, die in Hautpflegeprodukte stecken, die in Haushaltsmitteln stecken. Das sind alles Stressoren für den Körper und der Körper reagiert halt auf jeden dieser Stressoren immer mit dieser Cortisolreaktion. Und wenn das einfach zu viel wird und das System nicht mehr runterfahren kann, also der Parasympathikus, der Gegenspieler vom Sympathikus, der eigentlich für Entspannung und Regeneration steht, nicht aktiv werden kann und die Stresshormone damit wieder abnehmen können und die Nebennieren auch mal durchatmen können, dann kann das Ganze umschlagen und die Nebenniere wird einfach müde und erschöpft. Und dadurch kommt dann auch dieser Begriff Nebennierenerschöpfung. Obwohl ich den nicht 100% passend finde. Ich sage auch immer ganz gerne Nebennierenfehlfunktion, weil in der ersten Phase dieser Nebennierenerschöpfung, da produziert der Körper ja viel mehr Stresshormone. Also es ist dementsprechend keine
keine Erschöpfung im ersten Stadium, sondern es ist eher eine Mehrproduktion und nachher wird die Produktion dann zurückgefahren. Also quasi einmal aufs Gaspedal richtig drauftreten und dann ist irgendwann der Tank leer. Genau, so kann man sich das vorstellen. Also der Körper kann das eine Zeit lang gut kompensieren, aber irgendwann, wenn dann halt die Stressoren zu viel werden und wir da nicht mehr von zurücktreten können, dann ist die Nebenniere irgendwann erschöpft und kann nicht mehr. Und dann produziert sie halt weniger Stresshormone, also weniger Cortisol, weniger Adrenalin. Da kommen wir jetzt so ein bisschen in die Stadien der Nebennierenschwäche. Das kann sich so ein bisschen anders auch zeigen. Ich weiß nicht, ob wir da schon drauf eingehen sollen oder. Ich notiere es mir mal kurz, welche Stadien. Ich würde gerne, jetzt hat der eine so viele Stressoren im Leben. Gott, wo soll ich denn jetzt anfangen? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe keine Energie am Tag. Und jetzt kam da Ernährung, Stressor, Kosmetika, Training, Glaubenssätze. Wo setze ich denn da an? Und da nehmt euch am besten einen Stift, lasst uns da mal vielleicht den einen oder anderen Impuls mitbringen, indem wir die einzelnen Dinge, die Katharina gerade genannt hat, mal durchgehen. Ja. Inwiefern kann die Ernährung Stress bereiten und was wären aus deiner Sicht Ansätze, um dort erstmal eine solide Basis reinzukriegen? Also in Sachen Ernährung, das ist auch immer das Erste, was ich mit meinen Klientinnen angehe, weil ich das glaube, dass das einer der wichtigsten Punkte ist. Weil wenn wir Stress haben, dann verbraucht der Körper ja auch mehr Nährstoffe, also mehr Makronährstoffe, aber auch mehr Mikronährstoffe, also mehr Vitamine, mehr Spurenelemente. Das heißt, der Körper hat erstmal einen höheren Bedarf an diesen ganzen Nährstoffen, wenn wir unter Stress stehen. Das heißt, es ist da schon mal wichtig, diese Nährstoffe gezielt aufzufüllen. Wenn wir das nicht tun, wenn wir also eine schlechte Ernährung haben, dann kann das noch mehr Stress verursachen, weil der Körper dann merkt, okay, ich habe vielleicht da irgendwelche Mängel, die nicht aufgefüllt werden. Das heißt, diese ganze Cortisolreaktion, Stressreaktion wird noch mehr angeheizt, weil das einen Stressor für den Körper bedeutet. Das kann also ein Faktor sein, warum eine schlechte Ernährung zum Stressfaktor werden kann, wenn da Nährstoffmängel sind. Der Blutzucker spielt hier aber auch eine sehr, sehr starke Rolle zum Beispiel. Also wenn wir starke Blutzuckerschwankungen haben, weil einfach zu viel schnelle Kohlenhydrate in einer schlechten Kombination, also nicht in einer Kombination vielleicht mit Fetten und Proteinen auch aufgenommen werden, dann steigt der Blutzuckerspiegel sehr, sehr stark an und fällt auch wieder sehr, sehr stark ab. Und auch das ist wieder ein Stressor für den Körper, wo die Nebenniere wieder einspringen muss, weil die Nebenniere mit den Stresshormonen den Blutzucker auch regulieren kann. Also starke Blutzuckerschwankungen aufgrund einer schlechten Ernährung können auch da ein weiterer Stressor sein, der die Nebennieren da sehr, sehr fordert und auch erschöpfen kann. Und zudem kommt noch dazu, dass bestimmte Nährstoffe, gerade die Kohlenhydrate, auch einen großen Einfluss auf das Cortisol haben. Denn Kohlenhydrate hemmen so ein bisschen die Cortisolausschüttung. Und das kann man sich nachher auch gut zunutze machen, indem man diese natürliche Cortisolkurve, die ich schon zu Beginn angesprochen hatte, das Cortisol ist am Morgen sehr, sehr hoch und am Abend sehr niedrig. Diese normale Cortisolkurve wollen wir wieder herstellen, weil sie durch eine Nebennierenerschöpfung durcheinander geraten kann. Das heißt, man kann über die Kohlenhydrate zum Beispiel schon schauen, dass man da morgens weniger Kohlenhydrate zu sich nimmt, damit die Cortisolkurve auch wirklich hochkommen kann und abends mehr Kohlenhydrate essen kann, damit man die Cortisolkurve wieder ein bisschen so runterdämpfen kann. Und das ist jetzt so komplett gegen das, was normalerweise so propagiert wird, dass man abends weniger Kohlenhydrate essen sollte. Das ist dann für viele erstmal schwierig, das so wahrzunehmen. Aber ich denke, da ist es immer wichtig, sich das Ziel einer Ernährungsweise oder einer Ernährungsumstellung nochmal vor Augen zu halten. Und wenn das Ziel ist, die Nebenniere zu unterstützen, dann macht das auf jeden Fall Sinn, dass man da die Kohlenhydrate an die Tageszeiten so ein bisschen anpassen kann. Und wichtig, wie gesagt, ist auch immer, wenn es um die Ernährung geht, eine Ernährungsweise, die Nebennieren unterstützt, sollte immer aus Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten bestehen, weil der Körper da einfach den Blutzucker besser stabilisieren kann, wenn das in Kombination aufgenommen wird. Und es geht auch darum, einfach die essentiellen
Dinge aufzunehmen, die der Körper braucht, um Energie überhaupt erstmal aufzuwenden. Und der Körper braucht einfach Kohlenhydrate, er braucht die Proteine, er braucht die Fette. Und deswegen dürfen wir dann auch dafür sorgen, dass wir ihn über die Ernährung ausreichend dieser ganzen Nährstoffe zur Verfügung stellen. Also die Ernährung hat einen super wichtigen Einfluss. Erstmal auf das, wie eine Nebennierenschwäche entstehen kann, aber auch, wo man als ersten Schritt ansetzen kann, um aus der Nebennierenschwäche wieder rauszukommen, um wieder mehr Energie zu bekommen. Ersten Kerngrad war wahrscheinlich die Scherben zusammen von was? Kohlenhydrate am Abend? War wahrscheinlich gerade irgendwas zusammengefallen in Ihrer Welt. Nehmt das bitte jetzt nicht krumm. Das heißt also, Kohlenhydrate früh, abends, im Grunde genommen, weil einige denken jetzt vielleicht, ich sehe schon die ersten Fragezeichen, warte mal, Kohlenhydrate am Abend machen doch dick. Forget it, eure Energiebilanz wird euer Körpergewicht bestimmen, ob ihr jetzt Kohlenhydrate am Abend, Mittag, nachts, also nachts ist jetzt vielleicht nicht wegen Schlaf lohnenswert, aber euer Körper braucht eine gewisse Energiemenge. Und das ist etwas, was dann zusammengesetzt wird aus Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette, weil die Energie liefern, neben Alkohol auch noch. Deshalb würde ich fast dem sogar noch, ich sag mal, unterordnen, zielführend Energie zuführen über die Makronährstoffe. Weil ich kenne nämlich einige auch Klienten und Klientinnen, die derart wenig gegessen haben in Form von Energiedefiziten, dass da auch wieder Stress ist. Also auch extrem wenig Unterernährung, würde ich es mal nennen, auf gut Deutsch, dann ist das auch Stress. Das ist wie, okay, es gibt gerade nichts zu essen, wie eine Hungersnot. Definitiv. Also viele Frauen, die eine Nebennierenschwäche haben, die essen viel zu wenig und trainieren viel zu viel. Und dazu zählte ich früher auch, als ich meine Nebennierenschwäche bekommen habe. Ich hatte damals eine Essstörung, habe also super wenig gegessen. Essen war für mich eigentlich ja ein Kampf, also es war für mich Stress pur. Ich habe gleichzeitig super wenig gegessen und super hart trainiert und das hat meine Nebenniere, glaube ich, das war wahrscheinlich bei mir so der ausschlaggebende Grund, was sie total abgeschossen hat. Und da ist es ganz wichtig, gerade für Menschen, ich will jetzt gar nicht nur auf Frauen, weil bei Männern gilt das ja genauso, die wirklich zu viele Diäten machen, die sich da zu viel Stress machen, zu wenig essen und sich zu viel körperlich abverlangen, das kann auf jeden Fall nach hinten losgehen. Das ist ein sehr guter Punkt, den du gerade nimmst. Ob Männlein, Weiblein, ist erstmal ich sag mal nicht hinfällig, aber wir haben ja alle Hormone, bloß in unterschiedlichen Relationen. Allerdings hast du ja gesagt, viele Diäten. Und jetzt sind wir ja nicht beim Essen, sondern es gibt ja einen Grund, warum die Person vielleicht verschiedene Diäten machen. Da bin ich meinen Gedanken beim Mindset, Glaubenssätze, was denke ich? Was habe ich für Gedanken über meinen Körper, über mein Selbstbild und Co. Und inwiefern können denn die Gedanken, weil du hast vorhin die Glaubenssätze mal erwähnt, inwiefern kann das dann Stress verursachen und welche Herangehensweise, Lösung oder Lösungsansatz wäre in diesem Falle aus deiner Sicht? Ja, also das ist ein zweiter super wichtiger Punkt. Weil ich glaube, da, das betrifft wahrscheinlich fast alle von uns, man kriegt im Prinzip nicht so viel mit von dem, was man selber den ganzen Tag denkt. Also sehr, sehr viel von dem, was wir die ganze Zeit denken, läuft unterbewusst ab und wir nehmen das gar nicht so richtig wahr. Und ich glaube, ich kenne kaum jemanden, außer der sich vielleicht schon sehr, sehr lange mit seinem Mindset auseinandersetzt, der hauptsächlich positive Gedanken hat über sich und über seine Umwelt, sondern sehr viele haben sehr negative Gedanken über den eigenen Körper, über das, was man den ganzen Tag leistet, über die Umwelt, aber auch zum Beispiel gerade jetzt in den letzten 2 Jahren und jetzt auch gerade aktuell alles, was man so von außen an Nachrichten aufnimmt und man macht sich vielleicht Sorgen um die ganzen Dinge, die Pandemie und man hat sich da, vielleicht hat da Ängste gehabt, man hat sich Sorgen gemacht, man hat sich vielleicht Existenzängste gehabt. All das sind ja Gedanken, die dann in unserem Körper, also die man irgendwie denkt und die natürlich auch den Körper beeinflussen. Und da ist es im Prinzip, ist es immer das Gleiche, diese Gedanken können wieder Stress auslösen. Also wenn ich mich den ganzen Tag selber fertig mache und klein mache, dann löst das absolut eine Stressreaktion aus. Also es wird wieder die Nebenniere aktiviert, es wird wieder massenhaft Stresshormone ausgeschüttet und dann fängt dieses ganze Prozedere wieder von vorne an, dass es dann irgendwann auch
zu einer Nebennierenschwäche kommen kann. Ich glaube, bei der Nebennierenschwäche ist es nie nur der eine Faktor. Ich glaube, da kommen immer sehr, sehr viele Dinge zusammen. Aber die Gedanken über sich und die Umwelt sind da sicherlich einer der größten Faktoren auf jeden Fall. Der Schritt daraus ist halt, ich denke, das Einfachste ist erstmal versuchen, sich darüber bewusst zu werden, was denke ich überhaupt so den ganzen Tag. Also vielleicht mal ein Journal schreiben oder so, dass man einfach mal schaut, was geht eigentlich in mir den ganzen Tag so vor, was denke ich über mich, was denke ich über andere, was denke ich über mein Leben. Dass man vielleicht auch sich mal 2-3 Minuten Zeit nimmt und eine Art Meditation macht, um einfach ruhig innerlich auch zu werden, dass dieser ganze Gedankenkreislauf, den man den ganzen Tag so hat, dass der vielleicht mal so ein bisschen leiser wird, dass man überhaupt erstmal hören kann, was man so unter der Oberfläche eigentlich denkt. Und dass man ja sich im ersten Schritt erstmal darüber bewusst wird, was denke ich. Und das funktioniert meiner Erfahrung nach halt am besten tatsächlich übers Journalen und über Meditationstechniken. Da die meisten kriegen dann immer ja Meditation, ne? Kann ich meditieren? Und gerade dann ist es umso wichtiger, dass man mal versucht, ruhiger zu werden. Und man muss ja auch nicht mit einer halben Stunde anfangen, sondern man kann ja auch mit 2 Minuten anfangen. Und wenn man sich dann dessen bewusst geworden ist, dass man dann einfach schaut, wie kann man auch vielleicht diese Gedanken verändern? Und da gibt es ganz viele Techniken und Tools, ob man das dann alleine macht, ob man sich einen Coach sucht, der einem dabei hilft, vielleicht auch diese Glaubenssätze oder Überzeugungen aufzudecken und dann dementsprechend vielleicht auch umzuwandeln in andere positivere Glaubenssätze. Das ist dann, denke ich, muss man einfach schauen, was man auch für ein Typ ist, ob man denkt, man schafft das alleine mit Techniken, die man lernen kann, oder ob man sich da Unterstützung sucht. Ja, ich finde, das Thema Glaubenssätze wird häufig, zumindest in meiner Wahrnehmung, sehr stark mystifiziert. Wenn du dazu keinen Zugang hast, sagst, was glaube ich denn? Meine Empfehlung an der Stelle, schau mal, was du über andere glaubst. Das heißt, du bist vielleicht in einer Partnerschaft und dann gibt es so Momente, mein Partner hört mir nicht zu, mein Partner liebt mich nicht, mein Partner ist nicht ehrlich, mein Partner... Und dein Partner oder auch Freund, Freundin oder Partnerin ist immer ein Spiegel deines eigenes, ich nenne es mal, deiner eigenen Schatten. Und deshalb, wenn du was über einen anderen Menschen glaubst, ist das häufig ein Abbild, was du vielleicht vermisst oder wo du vielleicht Entwicklungspotenzial hast. Also mein Partner hört mir nicht zu, ich höre ihm nicht zu. Und dann fallen einem vielleicht Momente ein, ah, okay, ich höre manchmal nicht zu oder ich bin nicht ehrlich. Das sind manchmal gute Herangehensweisen, überhaupt erstmal um Glaubenssätze aufzudecken. Weil die verstecken sich ja sehr häufig auch gerne mal oder packen da eine Schale drüber. Ja, definitiv. Finde ich einen guten Hinweis nochmal, ja. Das Thema Ernährung. Würde ich gerne nochmal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Wie könnte dann denn zum Beispiel eine Mahlzeit am frühen Morgen ausschauen? Ne, viele denken ja Frühstück, Mittag und Abendessen. Also so dieses konditionierte Dreiersystem. Was könnte ich denn zum Beispiel zum Frühstück essen, um meine Nebenniere entsprechend zu unterstützen? Ja, also es ist halt, wie gesagt, wichtig, dass man schaut, dass man wirklich alle Makronährstoffe auch dann darin enthalten hat. Also dass man schaut, dass man eine gute Kohlenhydratquelle sich erstmal raussucht. Ich arbeite in meinen Coachings immer erstmal damit, dass man Gluten zum Beispiel erstmal eine Zeit lang wirklich rauslässt, weil Gluten oft sowas sind, wo viele Leute sensibel darauf reagieren. Es muss noch nicht mal eine richtige Allergie sein, aber die reagieren sensibel auf Gluten, was dann wieder zu kleinen Entzündungen im Darm führen kann, was dann wiederum die Nebennieren belastet, weil sie Stresshormone ausschütten müssen. Deswegen würde ich immer schauen, dass man halt sich schaut, irgendwie eine schöne Kohlenhydratquelle, zum Beispiel ein Porridge zu machen, also ganz klassisch, was viele Leute auch gerne essen und mögen, dass man aber die Kohlenhydrate, also die Haferflocken nicht sich jetzt da einen Riesenteller macht, sondern halt eine kleinere Portion, dass die Kohlenhydrate nicht ganz so viel sind,
dafür aber eine gute Fettquelle noch dazu nimmt, dass man sich entweder ein bisschen Kokosöl entweder unter den Porridge mischt oder dass man vielleicht ein bisschen Nüsse drauf gibt oder Nussmus drauf gibt, was man gerne mag. Und dass man dann auch schaut, dass man eine Proteinquelle nimmt. Ich finde, gerade beim Frühstück arbeite ich gerne mit einem Proteinpulver, weil es einfach am einfachsten ist tatsächlich. Gerade bei solchen süßeren Speisen wie zum Beispiel im Porridge, da ist es dann schwer, eine andere Proteinquelle außer ein Proteinpulver dazuzunehmen. Deswegen empfehle ich das schon, auch hier einfach zu supplementieren mit einem guten Proteinpulver, wo möglichst dann keine Zusatzstoffe drin sind, keine Süßstoffe drin sind, sondern das wirklich ein Naturprodukt ist. Und das könnte zum Beispiel ein Frühstück sein. Also hier macht es euch da nicht komplizierter, als es ist. Genau, also es jetzt muss absolut kommen die ersten Fragen gestellt. Welches eine Proteinpulver wird sie denn jetzt meinen? Zumindest das, was ihr auf dem deutschen Markt in Deutschland produziert bekommt. Wenn ihr euch ganz sicher sein wollt, schaut auf die Kölner Liste. Das ist für Sportler, da wisst ihr zumindest, dass da ja zum Beispiel keine, ich nenne es mal dubiose, andere Stoffe drin sind, die vielleicht eine Leistungsverbesserung zuführen. Ansonsten, ich glaube, viele können auch nach dem Geschmack gehen. Also auch die Süßstoffe, die du gerade meintest, würde ich persönlich gar nicht so als kritisch sehen. Zumindest außer sie löffeln die ganze Packung am ganzen Tag, dann könnte es sein, dass sie mal Durchfall bekommen. Hast du da eine bestimmte Empfehlung, wo die Leute vielleicht gucken könnten? Ich kann gerne das noch sonst noch mal raussuchen. Also ich finde da halt ganz, ganz schön so ein Reisproteinpulver, weil es dann halt also von einem Naturprodukt, von einem Reis gewonnen wird, das relativ ohne Zusätze sind. Ich könnte sonst noch mal schauen, ob ich da den Link raussuchen kann. Dann können wir den vielleicht auch, können wir das vielleicht auch verlinken. Ich glaube, also wir haben hier eine Zeit lang mal von Sunbauer ja gehabt. Ist jetzt keine Produktwerbung, kein Affiliate-Link und Co., sondern das ist fermentierter Reis, Protein mit, also aus fermentierten Reis wird das Protein gewonnen. Ich glaube, da war noch Erbsen mit drin, irgend sowas. Also irgendein Gemisch, ja, was recht hochwertig von der biologischen Wertigkeit war. Da fällt mir gerade Sunbauer ein. Ja, das hört sich doch schon an. Also schaut euch da mal, schreibt euch das auf. Ich weiß nicht, ob ich es unten drunter verlinken will oder möchte, weil ich halt keine Ergänzungen empfehle in dem Sinne. Ah, ja. Deshalb notiert euch das, geht auf die Suche, ihr findet es dann wahrscheinlich. Genau. Also wir haben einmal jetzt Ernährung und Darm so ein bisschen gehabt, dann das Thema Gedanken. Was hat noch, du hast vorhin gesagt, Training. Training kann auch dazu führen, dass auch die Nebenniere da vielleicht den einen oder anderen, in Anführungsstrichen, Zacken wegbekommt. Wie ist das zu verstehen mit dem Training? Ja, das ist jetzt natürlich auch wieder schwierig, weil Sport ist ja gesund, man soll sich ja bewegen, man soll trainieren. Das ist auch alles vollkommen richtig und wird einfach dann zum Problem, wenn Menschen schon eine Nebennierenschwäche haben, vielleicht in Stadium 2 bis 3, wo sie sich wirklich schon sehr erschöpft fühlen. Und sie haben also schon keine richtige Energie mehr. Ich finde es immer ganz schön, wenn man sich mal so ein Konto vorstellt und man ist dann auf Null und man ist vielleicht sogar schon in Dispo, also man hat minus irgendwas Energie und man setzt jetzt noch ein Training drauf, was ja sehr viel Energie kostet, dann kann der Körper damit oftmals nicht richtig umgehen und kann dann einfach die Nebennierenschwäche einfach noch verschlimmern, wenn man da keine Energie hat und man setzt dann einen starken Trainingsreiz aus. Also Frauen oder Männer, die eine Nebennierenschwäche haben, die da auch schon, wie gesagt, in einem weiteren Stadium vielleicht sind, denen empfehle ich immer erstmal keine intensiven Trainingseinheiten zu machen, sondern eher sich einfach ein bisschen zu dehnen, leichtes Yoga zu machen, spazieren zu gehen. Also sie sollen sich schon bewegen, aber jetzt kein intensives Training zu machen. Die meisten merken das auch schon. Also auch mir ging es damals so. Und auch heute geht es mir manchmal noch so, wenn ich stressige Phasen habe und ich dann intensiv trainiere, bin ich nach dem Training wie erschossen und würde mich am liebsten ins Bett legen, weil ich einfach gar nicht mehr kann. Und das ist dann meistens ein Zeichen dafür. Also wenn man sich nach dem Training wirklich noch energieloser fühlt, man hat das Gefühl, man hat gar keine Kraft mehr, man möchte sich einfach nur noch hinlegen und gar nichts mehr tun, dann ist es oft so ein Zeichen, dass der Körper gerade nicht genug Energiereserven zur Verfügung hat, um ein intensives Training zu absolvieren. Und dann sollte man das dann auch respektieren und schauen, dass man sich andererseits bewegt,
dass es einem gut tut, aber dass es einem Energie gibt, weil Training soll uns ja auch Energie geben und uns nicht noch mehr Energie ziehen. Also, dass du nach dem Training erschöpft bist, körperlich, das ist wahrscheinlich für jeden verständlich. Aber ich glaube, manche haben im Bereich Training noch so ein bisschen die Philosophie, viel hilft viel. Und auch hier vielleicht der Impuls, wenn ihr jetzt Krafttraining macht, ob es jetzt zu Hause Liegestütze ist oder ihr geht ins Fitnessstudio, Outdoor-Training, was auch immer, ihr setzt einen Trainingsreiz. Er ermüdet den Körper und er möchte sich eigentlich nicht anstrengen. Also passt er sich an. Muskelzuwachs oder eure Ausdauer wird besser, je nachdem, was euer Fokus ist. Und das geschieht in der Ruhephase. Deshalb ist ganz häufig, wenn die Performance oder Leistung oder die Energie fehlt, gibst du deinem Körper ausreichend Ruhephasen. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt, dass der Körper sich aufladen muss durch Schlaf und Co. Definitiv. Also Regeneration ist da natürlich super wichtig. Und dass der Körper nach dem Training erschöpft ist, das ist ja auch ein gutes Gefühl. Also ich empfinde es auch als gutes Gefühl, wenn ich trainiert habe und bin danach erschöpft. Aber es gibt für mich jetzt einen Unterschied. Ich bin vielleicht körperlich erschöpft, ich merke, dass ich was getan habe, bin aber geistig energiegeladen und kann danach auch noch gut meinen Alltag bewältigen. Oder ich bin geistig, mental und körperlich so erschöpft, dass ich mich nicht mehr aufraffen kann, irgendetwas zu tun. Vielleicht ist das nochmal so ein bisschen der Unterschied. Weil ich gebe dir absolut recht, nach dem Training ist es ein gutes Gefühl und es ist auch normal, dass man sich dann natürlich auch erschöpft fühlen kann. Aber da gibt es einfach nochmal so einen Unterschied. Und da hilft es auch einfach nochmal, sich genauer mit dem Körper einfach so ein bisschen zu verbinden, ein bisschen achtsamer zu werden und einfach nochmal genau zu schauen und in sich reinzufühlen, wie fühle ich mich wirklich nach dem Training. Ja, ich glaube, wenn du keinen Bock mehr hast aufs Training, warst jetzt 6-mal die Woche laufen und das 7. Training steht an, und es ist vielleicht erst Mittwoch, dann und der Körper sagt, du, ich habe keinen Bock, die Schuhe anzuziehen, dann ist das vielleicht die Kommunikation deines Körpers, die du verstehen lernen darfst, dass du gerade eine Pause brauchst. Ja. Da haben wir das Thema Bewegung. Was hat also noch einen Einfluss auf die Nebenniere? Was fällt noch ein? Ja, also da könnten wir jetzt noch so ein bisschen über das Thema Giftstoffe und Entgiftung des Körpers sprechen, denn auch das ist definitiv einer der Stressoren. Also wir sind ja tagtäglich mit Giftstoffen konfrontiert. Das bleibt nicht aus. Allein in der Luft sind Abgase, sind irgendwelche Stoffe, die wir einatmen. Dann kommt es darauf an, je nachdem, was wir für Lebensmittel konsumieren. Da sind vielleicht auch noch Giftstoffe drin im Sinne von irgendwelchen, mir fällt jetzt gerade das Wort nicht ein, irgendwelche Zusätze, die einfach chemisch hergestellt worden sind. Also Zusätze, es können zum Beispiel hochverarbeitete Fette sein, die oft so in Gebäck, in Keksen und Kuchen so mit verarbeitet werden. Es können aber auch Körperpflegeprodukte sein, die also voller zum Beispiel Xenohormone stecken. Xenoöstrogen ist auch wieder so ein Hormon, das dem körpereigenen Östrogen sehr ähnlich ist. Und da auch die Rezeptoren der Östrogene besetzen kann. Da sind viele Farbstoffe, Parfümstoffe drin, die den Körper einfach belasten. Und auch hier ist wieder ein gewisses Maß, damit kommt der Körper klar. Der Körper hat Entgiftungsorgane, wie zum Beispiel den Darm und die Leber, die dafür da sind, um diese Dinge zu entgiften. Es kommt hier auch wieder einfach auf das Maß an. Ist man entweder mit so vielen Giftstoffen konfrontiert, dass die Leber und der Darm einfach überlastet sind, oder aber funktionieren Leber und Darm einfach nicht optimal, oder das beide in Kombination, dann kann es halt zu einem Problem werden. Und deswegen ist einfach die Entgiftung da ein bisschen zu unterstützen. Die Leber beispielsweise über Bitterstoffe, über Leberwickel oder Ähnliches kann man das ganz gut tun. Die Leber einfach da unterstützen, dem Körper unterstützen, diese Giftstoffe auch wirklich wieder loszuwerden, dass man da wieder in eine gute Balance kommen kann. Ich finde den Leberwickel immer total angenehm. Also wir machen da einfach eine Wärmflasche mit einem feuchten Handtuch, rechter Oberbauch und dann zum Beispiel mal einen Mittagsschlaf. Das ist total, abgesehen, aber neben dem Schlafen ist natürlich auch die Wärme total angenehm. Ja. Mhm.
Wie kann ich jetzt zum Beispiel, es hört auch gerade jemand zu, der hat sich vielleicht gerade einen Lippenstift aufgetragen oder Bartöl ins Gesicht geschmiert. Mit Gottes Willen, das ist alles giftig. Du hast einmal gesagt, das Maß der Dinge. Also ich ertappe mich da selbst. Ich habe während des Studiums 2000, also vor 2010, vom Burnout 2011 damals, als Model gearbeitet. Und da hatte ich mehr Kosmetik als meine Schwester. Das war mal so ein Battle zu Weihnachten. Da haben wir alles aufgebahrt. Und Augenroller hatte ich, Haargel, irgendwas für den Bart, irgendeine Faltencreme und Condition, also was nicht alles gab. Und da ist sie damals schon fast vom Glauben abgefallen. Krass, du bist ein Mann, was jetzt nicht, bitte jetzt nicht Stereotyp heißen soll. Und du hast ja so viel Zeug. Und irgendwann kam ich auf den Trichter, manchmal ist es vielleicht weniger mehr. Also ich wasche mir zum Beispiel seit über ein Jahr nicht mehr die Haare. Jetzt wird der eine sagen, das sieht man, sondern also kein Shampoo zum Beispiel oder keine Kosmetik und Co. Und ob ich jetzt damit was Gutes oder Schlechtes, dieses Mittelmaß, ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Punkt. Wie kann ich denn meine Kosmetik vielleicht begutachten? Weil du hast gesagt, da sind Farbstoffe, Parfüme und, und. Hast du da vielleicht einen Impuls, um das mal auf die zu überprüfen? Also es gibt da verschiedene Apps. Ich habe bis jetzt ganz gerne diese Code-Check-App ausprobiert. Und da kann man einfach mit der App den Barcode hinten auf den Produkten scannen und dann wird einem praktisch angezeigt, was da für Stoffe drin sind. Und die sind dann auch kategorisiert. Also grün sind dann unbedenklich. Ich glaube, gelb ist so ein Mittelding und rot ist halt, dass sie irgendwie gesundheitsgefährdend sind, in Anführungszeichen. Da kommt es sicherlich wieder aufs Maß an, aber dass sie einfach sehr bedenklich sind, dass man sich da einfach nochmal vielleicht nach Alternativen umschaut. Also die App kann ich da auf jeden Fall empfehlen. Da kann man, also ich hatte bis jetzt noch kein Produkt, was ich damit nicht scannen konnte. Und wenn man dann, ich habe dann zum Beispiel das gehabt bei Shampoos. Und da waren dann auch teilweise hormonell wirksam, stand dann da auch in dieser App. Und dann habe ich für mich halt einfach auch entschieden, okay, ich möchte das jetzt nicht, wenn ich mir da jeden zweiten, dritten Tag da irgendwas auf die Haare schmiere. So, und dann habe dann einfach geschaut, okay, kann ich da vielleicht aus dem Naturkosmetikbereich das ganz gut ersetzen? Und habe dann einfach geschaut, bin in den Supermarkt rein, habe die App ausgepackt, habe das einfach gescannt und habe geschaut, okay, welches Produkt kommt jetzt für mich in Frage? Und so kann man das ganz gut einfach nach und nach umstellen. Ich bin da sowieso nicht so ein Freund von so radikalen Umstellungen oder von so radikalen Ansichten, sondern ich würde einfach mal schauen, wenn vielleicht ein Produkt leer ist, dann kann man das mal scannen, kann sich mal Gedanken machen und kann dann schauen, kann man vielleicht das eine Produkt austauschen und so kann man sich ja nach und nach einfach mal so durch den Haushalt bewegen und einfach mal schauen, was kann ich austauschen, was möchte ich austauschen und was vielleicht auch nicht. Es gibt ja diesen Ausspruch, weniger ist mehr, nicht gar nichts mehr ist mehr. Also deshalb finde ich, was du gerade sagst, diese radikale Umstellung von ich esse immer Getreide zu ich lasse es komplett weg. Vielleicht gibt es ja Alternativen, vielleicht lasst ihr mal 2 Tage das Frühstück, gestaltet ihr anders, nicht einmal weglassen, vielleicht gibt es Alternativen und daraus ergibt sich schon eine Verbesserung. Ich glaube, viele denken immer zu radikal, entweder links oder rechts, schwarz oder weiß. Was ist denn da dieser riesenbreiten, es gibt ja diese gausche Glockenkurve, wo ein Mittelmaß, sagen wir, normal ist, normal gesund. Und links, rechts haben wir vegan, Paleo, Carnivore, also dieses, ich nenne es mal Extreme. Und dafür ist unser Körper auf Dauer sehr wahrscheinlich nicht ausgelegt. Dieses wieder chronisch, ständig, immer das Gleiche. So sehe ich das auch. Und ich glaube, auch das ist wieder ein riesen Stressfaktor, wenn ich dann vielleicht irgendetwas, was mag, was aber jetzt Gluten enthält oder Zucker enthält und das ist aber mein absolutes Lieblingsessen und ich verbiete mir das ständig und sage mir immer, ich darf das nicht essen, ich darf das nicht essen und würde es aber so gerne essen. Oder wenn ich ein Produkt in dem Kosmetikbereich habe, was ich einfach total gerne habe und darauf nicht verzichten möchte, ist das für mich auch wieder eher ein Stressor, wenn ich mir dann sage, okay, ich darf das jetzt partout nicht mehr tun, dann hat das für mich auch nichts mit Gesundheit oder einem gesunden Maß zu tun, sondern es ist für mich dann eher wieder Stress und ist dann wieder eher in die ungesunde Ecke zu schieben. Vielleicht kommt das auch so ein bisschen aus diesem Essstörungsbereich, wo das natürlich alles sehr kontrolliert und sehr radikal war, kann ich es heute einfach nicht mehr leiden, wenn man so radikal ist. Bin ich vollkommen bei dir.
Manche essen halt Gluten, gehen zur Oma und streiten dann mit der Oma, weil da Gluten im Kuchen ist. Das ist die Frage, ist das eine Stück Kuchen mit Gluten das Problem oder vielleicht der Streitkonflikt zwischen deiner Oma dann und vielleicht die Gedanken, die da entstehen, das eher der Stressor, der dann deine Darmprobleme oder deine Gesundheit beeinflusst. Ganz genau. Du hast vorhin mal die Stadien erwähnt und hast auch mal was von 2, 3 erwähnt. Was sind denn die Stadien von einer Nebennierendysfunktion? Genau, ich finde diesen Ausdruck irgendwie schöner, weil wie gesagt, im ersten Stadium, das ist also, wenn wir einfach über eine längere Zeit Stress haben. Sagen wir mal, man hat vielleicht irgendwie ein Projekt, das in 4 Wochen umgesetzt sein muss und ich habe 4 Wochen lang jetzt Stress, ich habe da jetzt viel zu tun. Dann kann es sein oder es ist mit Sicherheit dann so, dass die Nebenniere diese 4 Wochen lang aktiver ist, sie schüttet mehr Stresshormone aus. Und das heißt, man hat halt erstmal eine Überfunktion praktisch der Nebenniere, weil sie viele Stresshormone ausschüttet. Und in diesem Zeitraum, wenn das nur dieser kurze Zeitraum ist, dann können wir auch tatsächlich von diesen positiven Eigenschaften dann zehren. Also man ist dann energiegeladener, man ist fokussierter, man ist leistungsfähiger, man kann sich besser konzentrieren. Wenn dann aber dieser Stress nicht diese 4 Wochen anhält, sondern vielleicht 3 Monate, 4 Monate, dann kommt man schon so langsam in das Stadium 2 der Nebennierenschwäche. Es ist natürlich jetzt immer absolut individuell. Das ist, kann man jetzt nicht sagen, Woche 1 bis 4 und Woche 4 bis 12 oder sowas, sondern es ist bei jedem ganz individuell. Kommt auch ein bisschen darauf an, wie resilient ist man, also wie kann man vielleicht auch mit Stress umgehen, beziehungsweise ja, was für ein Lebensstil hat man auch ansonsten. Es kommt, ist also von vielen verschiedenen Faktoren auch einfach abhängig. Aber wenn dann dieser Stress länger anhält, dann wird die Nebenniere langsam etwas müder und kann dann weniger Cortisol ausschütten. Und das sieht jetzt auch bei jedem Menschen anders aus. Es kann also sein, dass diese Cortisolkurve komplett umgekehrt ist. Das heißt, man hat morgens wenig Cortisolausschuss. Man hat also Schwierigkeiten aufzustehen. Vielleicht kennen das manche, der Wecker klingelt, man drückt 20 Mal auf Snooze, man braucht erstmal 10 Tassen Kaffee, um irgendwie leistungsfähig zu werden und in den Tag zu starten. Und dann ist es ganz klassisch, dass die nachmittags plötzlich hellwach sind, fit sind und dann aber Schwierigkeiten haben beim Einschlafen, weil das Cortisol am Abend so hoch ist, dass kein Melatonin ausgeschüttet werden kann. Also dass wir nicht müde werden und nicht schlafen können. Das kann zum Beispiel ein Verlauf sein, was dann folgt auf diese erhöhte Stressproduktion. Es kann aber auch sein, dass die Cortisolkurve komplett schwankt. Das heißt, man hat immer wieder am Tag so richtige Energielöcher, wo man am liebsten sich hinlegen würde und schlafen würde. Und dann greift man zu Zucker, zu Kaffee, um sich irgendwie wieder künstlich hochzupuschen, um aus diesem Energieloch rauszukommen. Und das passiert so 2, 3 Mal am Tag, weil diese Cortisolkurve einfach ständig schwankt, hoch und runter geht. Das ist jetzt bei jedem ganz individuell. Es kann auch sein, dass es in der einen Woche so ist und in der anderen Woche wieder anders. Das ist immer schwierig, das festzuhalten. Und in der dritten Phase wird die Nebenniere noch erschöpfter und dann hat man oft einfach so einen durchgehend sehr, sehr niedrigen Cortisolspiegel. Also dann ist man wirklich von morgens bis abends sehr erschöpft. Man kommt, wird kaum leistungsfähig, man kann kaum etwas machen, man fühlt sich körperlich total abgeschlagen. Also die Patientinnen oder Kundinnen, die fühlen sich dann oft total kraftlos und haben irgendwie, wenn sie aufstehen müssen, um in die Küche zu gehen oder so, das ist eigentlich dann schon zu viel Kraftanstrengung, weil sie so dermaßen erschöpft sind. Und das Stadium 4, das ist übrigens das einzige Stadium, was in der Schulmedizin anerkannt ist, weil die Nebennierenschwäche ist in der Schulmedizin nicht anerkannt. Das ist auch ein großes Problem, weswegen man auch von den Ärzten nicht ernst genommen wird. Stadium 4, das ist das einzige Stadium, was anerkannt ist in der Schulmedizin. Dann handelt es sich um die Addison-Krankheit oder den Morbus Addison. Das heißt, die Nebenniere ist so gut wie gar nicht mehr in der Lage, Cortisol auszuschütten. Das ist eine absolut lebensbedrohliche Situation. Ohne Cortisol können wir nicht überleben. Und dann muss auf jeden Fall mit Cortisol auch erstmal also Medikamente eingenommen werden, um überhaupt überleben zu können. Aber Stadium 1 bis 3 ist tatsächlich in der Schulmedizin nicht anerkannt. Das heißt, ja, kaum ein Arzt testet das, kaum einer nimmt die Patienten mit diesen Symptomen ernst. Und wenn das getestet wird, dann ist es oftmals, dass die Werte sehr, sehr niedrig sind. Aber es heißt dann ja noch, ja, aber sie sind ja noch im Referenzbereich, also es ist ja noch nicht ganz unten.
Also können sie jetzt nach Hause gehen und müssen halt irgendwie gucken, wie sie damit zurechtkommen. Also ein ganz großes Problem auf jeden Fall. Wo dann quasi Leute bei dir sehr gut aufgehoben sind. Genau. Okay, jetzt hast du einmal die Stadien super zusammengefasst. Du hast gesagt, man könnte es messen und auch Ärzte machen das in der Regel. Wie kann ich denn eventuell solch eine, ich nenne es mal Nebennierendysfunktion, vielleicht feststellen? Das ist keine Diagnose, sondern wie kann ich dem denn auf den Grund gehen? Ja, also bis die meisten Kundinnen zu diesem Punkt kommen, wo es gemessen wird, dann haben die oftmals schon so einen jahrelangen Leidensweg hinter sich. Meistens macht es dann der Endokrinologe, also der Facharzt für Hormone, der dann verschiedene Tests macht. Der testet dann oftmals den ACTH-Wert, das ist also der Wert oder das Hormon, was ausgeschüttet wird vom Gehirn, was normalerweise die Nebenniere aktiviert und der Nebenniere sagt so, du müsstest jetzt mal Stresshormone ausschütten. Das heißt, man bekommt es gespritzt und dann wird eine halbe Stunde oder eine Stunde gewartet und dann wird nochmal Blut abgenommen und dann wird geschaut, wie viel Cortisol hat die Nebenniere jetzt ausgeschüttet. Und das ist halt oft so ein Wert, wo viele relativ weit unten eingestuft sind. Aber es heißt dann ja noch, okay, es ist noch der Normalbereich, der oft sehr, sehr weit gefasst ist. Und auch wenn es am unteren Ende ist, heißt es dann ja, es ist ja noch Funktion da. Die Nebenniere schüttet ja noch Cortisol, auch wenn es nicht so viel ist, aber sie funktioniert. Dann gibt es einen anderen Test, den ich sehr, sehr viel sinnvoller finde. Und zwar ist das ein Cortisol-Speicheltest, der aber tatsächlich von den meisten Krankenkassen nicht bezahlt wird. Das heißt, es ist eine Selbstzahlerleistung, wenn man diesen Speicheltest machen möchte. Man kann sich den auch so einfach nach Hause bestellen aus einem unabhängigen Labor. Und man bekommt dann ein Testkit nach Hause. Und ich finde da ganz gut, dass man sich ein Labor sucht, wo man mindestens 5 Werte am Tag abnimmt. Das heißt, man gibt dann mindestens diese 5 Speichelproben ab. Man spuckt dann einfach in so ein Röhrchen, schickt das wieder ins Labor ein und die werten das dann aus. Und warum 5? Es liegt einfach genau an dieser Kurve, die ich jetzt schon ein paar Mal beschrieben habe. Also man nimmt dann direkt nach dem Aufstehen einen Wert und da sollte er ja relativ hoch sein, weil Cortisol ja im Normalfall morgens sehr, sehr hoch ist. Dann eine halbe Stunde nach dem Aufstehen, 1 Stunde nach dem Aufstehen, 2 Stunden nach dem Aufstehen und dann, glaube ich, also bei dem Labor, wo ich das immer machen lasse, 6 Stunden, 8 Stunden, und 10 Stunden. Und dann kann man, wenn man das dann alles ausgewertet hat, ganz schön diese Cortisolkurve an dem Tag nachvollziehen. Wie verläuft diese Kurve halt auch wirklich? Und da kann man dann auch ausschließen, hat man jetzt da wirklich irgendwie ein Problem mit der Nebenniere oder nicht, weil man da die ganze Cortisolkurve abbilden kann. Also das finde ich den Test, der für in meinen Augen am aussagekräftigsten ist. Hast du da Labore, wo du sagst, die sind empfehlenswert? Also ich habe auf jeden Fall ein Labor, mit dem ich ganz gerne zusammenarbeite, wo ich ein sehr, sehr gutes, sehr gute Erfahrung mit habe, ja. Kannst du das nennen? Ja, kann ich. Wusste jetzt nicht, ob ich darf. Ja, also jetzt jemand sucht, ist genauso wie ich von mit Sunbow, ja. Ich verlinke es unten nicht, also notiert euch das bitte. Wobei ich auch mit, sei es jetzt Verisana, Medivere, Sarah Screen. Also es gibt da einige Heimtests, vielleicht ist das bei gerade gewesen, was du nennen wolltest. Mit welchem arbeitest du? Ja, genau. Also ich arbeite ganz gerne mit Verisana. Also notiert euch Verisana, Medivere, Sarah Screen. Also es sind alles Speicheltests, die ihr einschickt und anonym ausgewertet wird. Ihr seid eine Nummer von vielen und dann bekommt ihr quasi, manche haben eine App, dann kriegst du das Dokument per App oder per PDF, per E-Mail und auch schon Empfehlungen. Genau. Ganz genau. Lass mich mal kurz schauen, ob Fragen der Community, also eine Frage war, wie kann ich wieder zu mehr Energie kommen? Das heißt, da haben wir einige Sachen jetzt gerade genannt und Ernährung haben wir auch. Okay, also ich glaube, wir haben einen bunten Blumenstrauß rund um raus aus der Energielosigkeit. Oder fällt dir gerade noch etwas ein, Katharina, wo du sagst, das muss jetzt mit rein? Also vielleicht noch so ein bisschen, dass die Symptome, also Energielosigkeit ist Antriebslosigkeit, Kraftlosigkeit, das sind so, ich sag mal, Standardsymptome, die die meisten
Betroffenen von einer Nebennierenschwäche haben. Oftmals kommen noch zahlreiche andere Symptome hinzu und die können einfach unterschiedlich sein. Und das liegt daran, dass natürlich die Stresshormone auch einen Einfluss auf die anderen Hormone haben. Das heißt, die Sexualhormone kommen dann oft in Disbalance. Man kann also dann auch im Bereich zum Beispiel des Zyklus dann spüren, dass da Veränderungen sind. Aber auch die Schilddrüsenhormone werden dadurch beeinflusst durch die Stresshormone. Auch das Immunsystem kann dadurch beeinflusst werden. Also die Symptome, das ist deswegen vielleicht auch manchmal so schwierig, das einzusortieren, wo kommen jetzt meine Beschwerden her, sind sehr, sehr breit gefächert. Und das macht es, glaube ich, auch manchmal so schwierig zu diagnostizieren und warum viele dann mit der Aussage nach Hause geschickt werden, sie sollten sich vielleicht einen Psychologen suchen, weil sie einfach so viele verschiedene Symptome haben, die jetzt nicht klassischerweise irgendwie auf ein Bild passen. Also da nochmal so ein bisschen vielleicht auch die Ermutigung, mit euch ist alles in Ordnung, die Symptome sind alle da und es ist einfach, ja, es liegt jetzt nicht daran, dass ihr euch die Symptome einbildet oder dass sie irgendwie nicht da wären, sondern es liegt einfach daran, dass die Hormone da so viel beeinflussen, dass es zu ganz vielen unterschiedlichen Symptomen kommen. Also ich finde es da nochmal ganz wichtig, gerade so viele sind dann immer so verzweifelt, dann auch mal ein bisschen Mut zuzusprechen, dass das, dass sie da auf jeden Fall nicht aufgeben sollen. Du hast ja vorhin gemeint, man kann das in Eigenregie machen. Na, ich bin auch ein großer Freund, dafür steht ja Functional Basics und auch die Bewegung Gesundheit ist für alle da, Hilfe zur Selbsthilfe. Aber es gibt vielleicht Punkte, hey, ich habe jetzt einen Code-Check, ich scanne ja alles ab, ich ernähre mich in meinem Rahmen so bestmöglich, wie ich nur kann. Dann, okay, Sport, Regeneration, aber irgendwie, ich komme hier nicht auf den grünen Zweig. Wie kann ich denn mit dir zusammenarbeiten und Kontakt aufnehmen? Und wo kann ich mehr über dich erfahren? Ja, also da am besten auf meiner Website oder auf meinem Instagram-Kanal, wo ich auch Katharina Geller zusammengeschrieben.de heiße. Und da findet man eigentlich alle Informationen zu mir und wie man mit mir zusammenarbeiten kann. Das verlinke ich euch natürlich alles in die Shownotes. Falls du da noch nicht reingeschaut hast, schau da gerne mal rein. Da findest du auch noch weitere Links für mehr Mehrwert und Hilfe zur Selbsthilfe. Und wenn du mit Katharina Kontakt aufnimmst, bestelle liebe Grüße von Carsten, dann weiß sie, warte mal, da war was mit einem Interview, einem Podcast, dann kann sie das zurückverfolgen. Und wenn ihr auf Social Media unterwegs seid und ihr seid vielleicht auf Katharina ihrem Instagram-Kanal, dann schätzt diesen Wert. Folgen, abonnieren, kommentieren und viel wichtiger in meinen Augen, euren Liebsten empfehlen. Das heißt, mal eine Nachricht schreiben, hey, du fühlst dich doch manchmal so ein bisschen schlapp, liest dir mal diesen und diesen Beitrag durch oder geh mal zu Katharina. Das wäre zumindest aus meiner Sicht so die Wertschätzung für kostenfreien Content. Und genau, Katharina, ich danke dir vielmals für diesen bunten Blumenstrauß raus aus der Energielosigkeit. Ja, sehr gerne. Ich hoffe, wir konnten damit den Zuhörern und Zuhörerinnen ein bisschen helfen und guten Input geben. Ich danke dir nochmal vielmals, dass ich hier in deinem Podcast sein durfte. Sehr, sehr gern. Und wenn ihr Fragen habt, gerne uns eine Privatnachricht auf Instagram schicken oder eine E-Mail oder auf dem extra Podcast-Kanal auf Instagram, wo ich euch auch die Podcasts immer wieder vorstelle und in den Highlights sortiere, dass ihr da einen guten Durchblick habt, gibt es einen Post, raus aus der Energielosigkeit, gerne kommentieren und Fragen stellen. Wenn ihr sagt, hey, da gibt es vielleicht noch was Unklares, dann können wir da gerne drauf eingehen. Also functional.basics.podcast ist der Instagram-Kanal für den Podcast Functional Basics und dann gerne abonnieren, alles unten abchecken, Katharina gern einen Besuch abstatten. Und dann hören wir und sehen wir uns bald wieder. Katharina, ich wünsche uns einen wunderschönen Tag. Vielen lieben Dank und bis bald. Ciao. Ciao.